Und damit die Tage bis zum Opernball erstens besser anfangen und zweitens schneller vergehen, gibt es alles rund um den Ball schon in Guten Morgen Österreich ab morgen wieder aus Wien. Jeden Tag sind Künstlerinnen und Künstler der Staatsoper zu Gast, Direktor Dominik Meyer zum Beispiel oder Kostümbildner Christoph Krämer. Der gibt Tipps für eine aufregende Abendgarderobe. Und stimmlich wird Tenor Benedikt Kobel verraten, wie er sich auf die Zauberflöte für Kinder vorbereitet. Morgen von 6 bis 9, Guten Morgen Österreich live von der Staatsoper. Wie würde heute die Geburtstagsfeier von Falco zum 60er aussehen und wer würde da mitfeiern? Kein anderer österreichischer Popsänger war je so erfolgreich wie er. Eine neue Falco-Doku zeigt heute Abend ein intimes Porträt des Falken, gestaltet von ORF-Redakteur Patrick Hiebler, der Falco persönlich gekannt und ihn journalistisch begleitet hat. Falco 1993 am Höhepunkt seiner Karriere bei seinem legendären Konzert auf der Donauinsel. Forever Young, der Titel der neuen Doku von Patrick Hiebler, der mit Falco ein kleines Stück des Weges gegangen und gefahren ist. 1991 chauffiert er den damals schon internationalen Popstar zum Drehort fürs Interview. Ja, das ist ja fast, als würde der Kaiser noch leben. Die Aufregung ist dem jungen ORF-Reporter anzumerken. Jetzt auf einmal in. So, jetzt geht schon los. Na wunderbar. Auch Falco hat in seine Rolle erst hineinwachsen müssen. Ein Film, der den Lebensweg des Falken nachzeichnet. Wenn ich so diesen leicht präpotenten Schmäh irgendwie durchziehe, der kommt derartig selbstkritisch und derartig selbstironisch eigentlich rüber. Falco-Schmankerl aller Art hat Regisseur Patrick Hiebler im ORF-Archiv ausfindig gemacht. Und er wacht auf und sie wacht auf. Sie stellen sich ganz locker im Grätschstand auf. 1-2-1-2 Test, Watergate, Watergate. Neue Stadt, neues Glück heute in Salzburg, der Festspielstadt. Ladies and Gentlemen, good evening. Das gefällt mir natürlich am besten, dass du das jetzt aufnimmst, wie immer eigenes Mikrofon umbaue. Ja. Die einstündige Dokumentation ist Patrick Hiebler eine Herzensangelegenheit. Schon als 13-Jähriger war er Falco-Fan und hat sich damals schon für eine Schülerzeitung um ein Interview bemüht. Ich habe bei dem damaligen Plattenlabel angerufen und gesagt, ich bin von der Schülerzeitung Error hieß die und ich würde gerne den Falco interviewen. Ich hatte sogar einmal einen Termin, nur als ich dann dort stand, wusste niemand etwas davon. La, la, la. Das Interview hat er dank seiner Hartnäckigkeit schließlich doch bekommen und sein Idol Falco weiter journalistisch begleitet und näher kennengelernt. Er wollte immer ein Star sein und hat aber irgendwie vielleicht übersehen, dass er de facto ja einer war. In dem neuen Falco-Film spielt auch dessen Familie eine große Rolle, auch seine Tochter Katharina, die gar nicht sein Kind war. Er hat am meisten selbst darunter gelitten. Und auch der Vater von Falco konnte für die neue ORF-Doku gewonnen werden. Also ich muss ehrlich gestehen, ich war kein Fan von ihm. Mir hat die Musik nicht gefallen. Ich habe es nicht verstanden. Ich bin aufgewachsen mit der Marschmusik. Dass Falco nicht auf Marschmusik gesetzt hat, dafür sind ihm wohl Millionen Menschen auf der ganzen Welt dankbar. Die Falco-Dokumentation in ganzer Länge läuft heute um 22.15 Uhr auf ORF 1 und davor schon um 20.15 Uhr die Spielfilmbiografie Falco, verdammt, wir leben noch.